Ja, und hier ist zur zweiten Sondersendung bei SNN Kiezradio euer Benjamin Branes und Klaus Witzenhausen, euer Kiezreporter Klaus. Ja, und wie ich schon sagte, zweite Sondersendung. Ja, was war denn die erste? Die erste war natürlich Van Halen, aber heute bleiben wir mal, obwohl wir in die Luft gehen, doch etwas bodenständig. Und es hat, auch wenn wir Musik spielen, eigentlich wenig mit Musik zu tun, aber dafür mit Lärm. Alles Genauere erklären wir euch. Wir melden uns nachher. Ihr hört jetzt auf alle Fälle erst einmal einen wirklich alten Gassenhauer aus Berlin. Und ja, der eine oder andere wird sich natürlich gleich denken können, worum es geht. Oder was meinst du? Ich denke schon. Ja, also dann, lass mal's gut gehen. So, liebe Hörer, und da sind wir natürlich wieder. Ja, und ihr habt schon richtig erkannt, jedenfalls denke ich mal, es haben die meisten, es geht um Tegel. Korrekt. Der, ja, wenn man sagen wollte, bis zur Eröffnung des BER wohl einflussreichste Verkehrsflughafen Berlins in den letzten Jahrzehnten, der am gestrigen Tage erstmal inoffiziell, nämlich mit dem letzten offiziellen Flug geschlossen wurde. Gestern war der 8.11., der letzte Flug von der Air France ging nach Paris. Und deswegen ist das Thema durchaus historisch, weshalb wir jetzt mit der Sondersendung einen kleinen Blick auf die Thematik Tegel, wie es kam, wie es sich entwickelte und wie es dann im Prinzip dann bis heute gegangen ist und in Zukunft gehen wird, einen kleinen Blick drauf werfen wollen. Ja, und ehe wir aber genauer auf Tegel, dem Flughafen, eingehen, der am 1.11.74 ja planmäßig in Betrieb genommen worden ist. Ach Gott, war das jetzt schwer, aber auch sowas kann mal passieren. Wir sind ja immer noch emotional etwas gebügelt. Möchten wir doch mal etwas auf die Vorgeschichte eingehen. Richtig, denn das gesamte Gelände, ja nördlich, im nördlichen Berlin gelegen, im heutigen Bezirk Reinickendorf, hatte natürlich auch, wie es sich gehört, auch eine Vorgeschichte. Ja, aber sicher. Da habe ich gestern in der Sondersendung, in der einer von den zweien, nämlich einiges Interessantes gefunden und ich bin Benjamin dankbar. Ich denke mal, er springt dann nicht höchstens immer noch mal ein klein wenig ergänzend mit ein, aber in der Regel habe ich gedacht, das sind auf alle Fälle Informationen, die man reinnehmen muss. Und zwar ging das Fliegen in Tegel eigentlich schon in der Kaiserzeit los. Und zwar wurden da Zeppeline gebaut oder nur überflogen. Eher überflogen. Deswegen, es wurde seinerzeit ja auch Luftschiffhafen Reinickendorf genannt. Es ging, wie Klaus schon sagte, zu Kaiserszeiten los, nämlich so mit ja, Schwerpunkt 1906 und entwickelte sich dann durchaus auch für das Heeresfeldpostwesen. Wir dürfen nicht vergessen, dass der ganze Platz davor ja auch Artillerie- und Schießplatz war, also es hatte auch immer was mit Militär zu tun. Entwickelte sich dann tatsächlich bis, ja, eigentlich 1918 Schluss war, weil nämlich dann im Rahmen des Versailler Vertrages dann eben Deutschland dann der Besitz einer Luftwaffe verboten wurde. Dazu wurden dann auch diese Zeppeline genommen. Und dann war eben erstmal mit in Anführungszeichen klassischer Fliegerei Ende. Ja, und dann habe ich da gestern noch einen ganz interessanten Fakt erhalten, und zwar, der mich als Science-Fiction-Fan
sowieso immer irgendwie berührt, auch besonders wenn es ums Fliegen geht, nämlich was Raketentechnik ist. Denn Raketenstarts waren unter Werner von Brauns Leitung in Tegel irgendwie zwar nicht unbedingt an der Tagesordnung, aber sie haben stattgefunden. Richtig. Und da war nicht nur Werner von Braun dran beteiligt, den wir ja als, ja, wie möchte ich mal sagen, eine Person von, mit verschiedenen Facetten betrachten können. Ich meine, auf der einen Seite verdanken wir ihm und seiner Arbeit die Entwicklung der Saturn-5-Rakete und damit ja dann auch dann den Weg quasi zum Mond. Aber auch solchen Raketen wie dem V2, eben, falls das noch jemandem etwas sagt, das waren die eigentlich ersten Raketen, die in einen Krieg eingesetzt werden sollten. Auf jeden Fall die ersten auch zielorientierten Raketen, ja. So, und deshalb mehrere Facetten. Aber wenn man bedenkt, dass die, mittlerweile beinahe zivile Raumfahrt, ja, denn die ersten Passagiere sind ja auch schon ins All geflogen, wobei wir von zivilen noch weit weg sind, aber in dem Augenblick die erste die zivile Raumfahrt wäre in dem Augenblick, friedliche Raumforschung wäre ohne den Krieg nicht möglich gewesen. Ich will den Krieg nicht verherrlichen, nein, überhaupt nicht. Das ist ja auch nicht das Thema, worüber wir hier quatschen, sondern um nochmal auf Tegel und das gesamte Gebiet zurückzukommen, da ist es tatsächlich so, dass in den 30er Jahren dort es wirklich einen richtigen Raketenclub gab. Werner von Braun war da seinerzeit noch einer unter vielen. Rudolf Nebel zum Beispiel war da auch involviert, wem der Name vielleicht was sagt. Und die haben eben ja das offene Gelände dort einfach für ihre Versuche genutzt. So, ja, und dann wollen wir jetzt erstmal einen kleinen Break machen und kommen so langsam mal zu den nächsten Musiktiteln. Wir haben bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen eigentlich heute Titel drinne, wo es irgendwie irgendetwas mit Fliegen zu tun hat. Und aber ich würde sagen, auf alle Fälle haben wir alle einen Koffer in Berlin, oder? Hallo, liebe Zuhörer, und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres kleinen Rückblicks über die Geschichte und die weitere Entwicklung des Areals des Flughafens Tegel. Wir haben ja im ersten Teil schon berichtet, quasi bis in die 30er Jahre. Danach passierte auf dem Gelände relativ wenig. Es war noch bis 1945, also bis zu den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges, war es noch ein, ja, wieder Schießplatz. Diesmal dann für die Flak-Artillerie und verfiel dann eben für ein paar Jahre allerdings dann nur in den Dornröschenschlaf. Und wurde dann tatsächlich wiederentdeckt. Wir bewegen uns immer im Schatten der Weltgeschichte, nämlich im Jahr 1948, was für Berlin ja auch ein besonderes Jahr war, denn dort kamen die Sowjets, geleitet unter Josef Stalin, auf die Idee, im Rahmen der Auseinandersetzung mit den westlichen Alliierten Berlin eben wirklich von jeglicher Versorgung auf dem Land- und Schifffahrtsweg abzuschneiden. Und das Einzige, was zur Versorgung der, der Zivilisten und natürlich dann auch der alliierten Truppen, darf man auch nicht vergessen, dann eben dann im westlichen Teil von Berlin zur Verfügung stand, war der Luftweg. Mittlerweile war eben Berlin geteilt. Wir werden es wissen, entweder noch aus eigener Erfahrung oder aus der Schule. Wie sagst du das? Und dann eben dann auch unter den Westmächten. Und der Bereich Tegel, sprich Reinickendorf auch, gehörte zum französischen Sektor.
Und natürlich, ich hatte es eben gerade erwähnt, wollte man die Stadt Berlin aus dem Luftwege versorgen, war nicht so leicht. Tempelhof kam an seine, ja, an seine Höchstkapazität heran. Und dann hat man überlegt, neben Landungen mit Wasserflugzeugen auf der Havel und so weiter, dann eben tatsächlich ein weiteres Flugfeld wieder anzulegen. Und dazu hatte man dann eben dann den Bereich, den nördlichen Bereich der Jungfernheide, denn dazu gehört Tegel eigentlich, dann auserkoren. Und hat es dann tatsächlich geschafft, unglaublich, wenn man mal so bedenkt, wie lange heute Maßnahmen brauchen, dann 1948 innerhalb von 90 Tagen mit 2400 und ein paar zerwürgten Metern, da nehme ich dann die damals längste Start- und Landebahn Europas für die Versorgung der Stadt, ja, eben in Windeseile quasi aus dem Boden zu stampfen. Benjamin, du kennst mich ja. Ich habe ja eigentlich immer einen blöden Kommentar auf Lager, ja? Ja. Ich fahre ziemlich oft, auch mit dem Fahrrad, durch Jungfernheide. Aber glaub mir, ich habe noch keine Jungfern gefunden. Wo finde ich die? Oder warum heißt das Ding so? Klaus, die wissen, dass du da lang kommst. Verstehst du? Oh, Entschuldigung, aber ich glaube, die Hörer, die kennen uns so. Wir lassen immer mal so einen lockeren Spruch los. Und ja, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, überhaupt gar kein Problem. Der Flughafen entstand dann langsam. Wie gesagt, 48 Hochziehung erstmal im Prinzip eines Flugfeldes mit ja, provisorischen Bauten und Baracken und das im Prinzip auch für alle, die das Gelände eher kennen, im Bereich Tegel Nord. Und dann wurde eben mit ja, Aufkommen des Jet-Zeitalters, so kann man es eindeutig sagen, war es eben so, dass dann der Bedarf nach mehr Fluginfrastruktur in Berlin höher wurde, weil Tempelhof das Ganze einfach nicht mehr abfangen konnte. Ja, und da wollte ich einmal nachfragen, gerade weil diese Düsenstrahlmaschinen, ja, wie sie ja eigentlich heißen, damals aufgekommen sind. Ich habe, nachdem Tempelhof geschlossen war, haben die mehrere Feste ja gemacht. Und da war dann sogar ein abgesperrter Bereich, nämlich der um die Landebahnen. Und da haben sie tatsächlich, was war das, die B-52, die Tanke Ju? U-52 nur. B-52 ja, war der amerikanische Bomber. Ja, okay, U-52. Und da haben sie gezeigt, wie der Pilot da gelandet und gestartet ist. Und ich glaube, mit diesen Düsenstrahltriebwerken, die U-52 war ja Propeller. Ja, da werden sie wahrscheinlich über diese, obwohl das nun schon eine lange Landebahn war, wahrscheinlich übers Ziel hinausgeschossen. Also der hätte wahrscheinlich nicht mehr gereicht, oder sehe ich das falsch? Nee, das siehst du total richtig, Klaus. Und um einfach mal da so den Vergleich zu haben, weißt du, mit der U-52 konntest du auf einer Wiese starten und landen. Das war kein Problem. Mit einem Düsenflugzeug ist das eben so tatsächlich nicht mehr möglich. Und dann war auch eben wirklich Tempelhof nicht nur von den Start- und Landeflächen zu kurz, tatsächlich dann eben teilweise für das Thema Düsenflug, sondern eben auch von der Infrastruktur, von den Flügern, die man abfertigen wollte, auch zu klein. Nicht nur das, denn Tempelhof, der lag ja nun mitten in der Stadt, wenn man das mal so will. Das ist ja nun wirklich nicht weit von Mitte weg. Du sagst es, es ist tatsächlich wirklich vom Platz der Luftbrücke, ja, ging es im damaligen West-Berlin, darf man ja nicht vergessen, ja, wenig zentraler. Und da war auch eine ganze Menge los, auch luftfahrttechnisch. Mein Vater hat seinerzeit
in seiner Jugend zwei Straßen weiter gewohnt. Da war schon was los, ja. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, es hat eben auch damals schon nicht mehr gereicht, obwohl das Flugaufkommen seinerzeit natürlich noch viel, viel, viel geringer war als heute, in Klammern vor Corona natürlich. und so entschied man sich tatsächlich dann, ja, wenn man es so sagen möchte, dann eben dann in den 60er Jahren Tegel zu ertüchtigen. Und hatte dann eben davon abgesehen, dann das, was quasi im nördlichen Teil, wo heute auch noch Teile der Bundesluftwaffenfliegerei und so weiter untergebracht ist, das nicht zu erweitern, sondern hat dann quasi dann wirklich angefangen, Tegel Süd, damals noch so die Bezeichnung, aufzubauen. Und Klaus hatte im ersten Teil schon erwähnt, 1974 ging es da los, da war die Eröffnung. Korrekt muss man sagen, 1969 war der Spatenstich und, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann hat man es tatsächlich in noch nicht mal 5 Jahren geschafft, dort den Flughafen hochzuziehen. Hey, aber da hat man bestimmt auch verhältnismäßig vernünftige Bürgermeister gehabt. Nun, auf jeden Fall andere, ne, um das mal so zu sagen. Auf jeden Fall war seinerzeit die Konstruktion eben schon bahnbrechend. Entworfen wurde das heute stilistisch gebende sechseckige Gebäude durch das Architekturbüro von Gerkan. In Berlin ist bekannt, Hauptbahnhof unter anderem wurde da ja auch dann mitgestaltet. Das heißt also wirklich Leute, die sich seinerzeit ihren Namen gemacht haben. Dieses Sechseck bedeutete ja eigentlich kurze Wege, das heißt vom Eingang hin bis zum Flugzeug, war ja alles eigentlich so gut angelegt, dass man da wirklich sehr schnell was erreichen konnte. Auf jeden Fall. Tegel ist immer noch ein Synonym für den Flughafen der kurzen Wege. Und wer andere Flughäfen kennt, weiß ganz genau, wie man sich da teilweise ja verlaufen oder ewig unterwegs sein kann. Das ist eben in Tegel alles nicht gewesen, weil man kam fast vom Parkplatz des Autos in die Flugkabine rein. Das allerdings dann eben dann wirklich auch ja, noch zu anderen Zeiten der Fliegerei, als das noch sehr wesentlich mehr Luxus war, als es heute ist. Ja, aber ich kann dich beruhigen, der Tower, Empfangsgebäude, Verwaltungsgebäude, die Tankstelle und was dann noch so mit dazu gehört, das steht nämlich unter Denkmalschutz. Ja, also keine Sorge, abgerissen wird da wohl nichts. Es wird dann eben nur umgenutzt werden. Aber wollen wir ein bisschen Musik spielen, Klaus? Ich denke mal, wir haben wohl angebracht. Also dann, erst einmal weiterhin. Gute Unterhaltung, bleibt dran. Und ich glaube, die eine oder andere... ich trinke gleich einen Schluck Kaffee, vielleicht lockert sich dann die Zunge. Die eine oder andere Information wird sich garantiert auch noch finden. Also dann, viel Spaß. So, und frisch gestärkt und hoffentlich jetzt mit gelockerter Zunge nach einer Tasse Kaffee, muss ich sagen, ein herzlich willkommen zurück bei unserer Sondersendung rund um Tegel, würde ich mal so sagen, weil das schließt definitiv nämlich den Flughafen mit ein. Und wie gesagt, gestern war ja der letzte Fluch, aber immer zum letzten Fluch kommen. Wir beginnen doch mal mit der ersten planmäßigen Linienmaschinenlandung. Und bei Tegel Süd nach dem Neubau, genau. Richtig. Die war nämlich, man achte mal auf Datum und Monat,
Und hier achte mal darauf, wann Tegel geschlossen hat. Also es ist beinahe auf den Tag genau ein volles Jahr. Es ist gerade mal eine Woche drüber gewesen. Und zwar am 1.11.1974 die erste planmäßige Landung Air France Maschine, wie Benjamin vorhin schon sagte. Und zwar kam die sogar aus Teneriffa und landete eben halt in Tegel. Und es war eine Karavelle. Für die Leute, die keine Karavelle mehr kennen, da gibt es nur noch eins. Am besten mal Tante Google fragen. Und aber bitte nicht das Segelschiff nehmen. Es soll ja fliegen. So. Ja, und natürlich, was wollte ich noch sagen? Habe ich was vergessen gehabt? Irgendetwas war es doch. Vielleicht, dass 1975 Tegel offiziell Tempelhof dann als wichtigsten Verkehrsflughafen in Berlin abgelöst hat. Ach, siehste, da war doch was. Und das übrigens auch noch in einer Zeit, wo noch lange nicht jede Airline auf der Welt Tegel anfliegen durfte, denn durch des Alliiertenstatus, den Berlin seinerzeit natürlich auch noch hatte, durften tatsächlich nur British Airways, Pan Am und die Air France Tegel anfliegen. Ja. So, dann habe ich nämlich auch noch mal was ganz Interessantes dann, weil du sagtest mir im Vorfeld, dass schon mal die Concorde hier in Tegel gestartet ist. Ja. So, und da habe ich nämlich was ganz Interessantes gefunden. 17.01.76, das heißt knapp über 2 Jahre nach der Eröffnung von Tegel, der offiziellen Eröffnung, landete die Concorde in Tegel. Aber da Benjamin ja hier eigentlich ein Ur-Berliner ist, ich hätte bei der Ur-Bayer gesagt, aua, nicht hauen. Das sagt der Richtige hier. Ja, ich denke mal, da kann ja Benjamin bestimmt etwas dazu sagen, oder? Es war auf jeden Fall ein Schaulaufen. Insgesamt ist es so, das habe ich auch mal nachgeschlagen, dass die Concorde 3-mal in der Zeit, wo es die Maschine gab, wo sie eben auch eingesetzt wurde im Linienbetrieb, 3-mal in Tegel gelandet ist. Nämlich tatsächlich, wie Klaus sagte, 76, dann allerdings auch zum 750-jährigen Stadtjubiläum 1987 und das letzte Mal war tatsächlich 1995. Es war natürlich aber eben 76 ein Knaller. Nicht nur durch den Überschalldruck, sondern eben wirklich, weil es viele Leute angezogen hat, die sich dann natürlich wirklich das ist seinerzeitige Wunderwerk der Technik anschauen wollten. Live und in Farbe war ein Magnet für die Leute. Und das russische Gegenstück dazu, die sah ja beinahe baugleich aus, war die russische TU-144. Stimmt, die hat es allerdings bis zum Fall des Eisernen Vorhangs nicht in den Westen geschafft. Ja, was wollte ich denn noch? Ich wollte noch irgendetwas sagen. Vielleicht, was den Namen angeht. Wir dürfen ja nicht vergessen, jeder, der auch schon mal so ein Bändelchen an seinem Koffer hatte, weiß, dass ja das Kürzel, das internationale Kürzel für den Flughafen Tegel TXL war. Und jedem Berliner ist auch der Beinamen Otto Lilienthal bekannt, den der Flughafen ja auch bis heute trägt. Das allerdings
nicht erst seit Anfang, sondern tatsächlich etwas jüngeren Datums, nämlich der Beiname Otto Lilienthal wurde erst 1988 eingeführt. Vielleicht auch so ein kleines bisschen als ja, Pflaster auf die ersten politischen Diskussionen, die es schon seinerzeit um das Thema Flughafen und im Tegel im Besonderen dann gab, weil nämlich tatsächlich Ende der 80er Jahre eine geplante Erweiterung, ein weiteres Terminal für Tegel, nämlich durch die damalige rot-grüne Stadtregierung, durch den Senat, abgelehnt wurde. Jetzt weiß ich wieder, was ich dich fragen wollte. Immer feuerfrei. Für die Concorde hat da diese Landebahn eigentlich wirklich ausgereicht oder war das schon zu knapp beinahe? Es war gerade noch so an der Grenze. Aber es hat geklappt. Also man heißt, auf dem BER könnte die jetzt hier problemlos starten und landen, wenn sie noch fliegen würde. Das wäre heute auf dem BER überhaupt gar kein Problem mehr. Wie gesagt, und Tegel hatte eben wirklich durch den Bau der sehr langen Bahn eben in den 40ern davon profitiert. Meine Güte, heute haben wir echt einen Knoten in der Zunge. Ja. Was wir noch erwähnen sollten, Klaus, bevor wir dann in die nächste, denke ich mal, Musikpause gehen. Wohlverdiente Musikpause. Ja, definitiv, damit wir uns hier wieder finden können. Ist natürlich so die Thematik der Wende. Denn natürlich dann hat die Wende auch in Tegel nicht nur ihre Spuren hinterlassen, sondern auch für Veränderungen gesorgt. Und das können wir bewusst sogar heute sagen, weil wir nehmen diese Sendung am 9.11. auf, was ja durchaus dahingehend auch ein historisches Datum ist. Aber tatsächlich hörte das von mir erwähnte Monopol für die drei alliierten Luftfahrtlinien nämlich am 28.10.1990 auf, denn dort erfolgte nach dem Krieg der erste reguläre Linienflug der deutschen Lufthansa wieder nach Tegel und insgesamt wurden dort dann erstmal wieder 12 Streckenverbindungen innerdeutsch wie auch international eingerichtet. So, und wir versuchen, dass wir hier wirklich den Knoten endlich mal rauskriegen. Das heißt, wir machen jetzt einen Musikblock rein und dazu wünsche ich natürlich viel Spaß. Ich kann aber garantieren, wir haben auch den ersten Titel mit dabei, wo es ab in den Weltraum geht. Ja, und wie heißt er, unser Peter? Schilling. Richtig, mit? Major Tom. Der Kandidat hat 99 Punkte oder einen halben Kühlschrank. Ich verrate ihm bloß nicht, welche Hälfte. Bis Klaus, dann. Musik ab. Liebe Zuhörer, damit wollen wir dann in den vierten und auch letzten Teil starten. Noch kurz zur Historie. Im Jahr 2006, 2007 wurde dann das Terminal C, im Prinzip ein relativ seelenloser Flach- und Nutzbau, aber notwendig für die Fluggastentwicklung, eingeweiht. Gleichzeitig wurden die Terminals D und E in schon vorhandenen, aber dann erst noch erweiterten Gebäuden dann auch noch dann installiert, um das eben wirklich stark steigende Aufkommen an Fluggästen in Tegel noch bewältigen zu können. Und Tegel, wie viel haben sie gemacht? 24 Millionen zum Schluss und für 10 oder so waren sie ausgelegt. Und so sieht es nämlich aus. Genau war die Zahl 24,2 und ein paar zerwürgte Fluggäste war es. Das hatte natürlich in den 70er oder vielmehr in den 60er Jahren, als der Bau konstruiert wurde, hatte so niemand auf dem Schirm gehabt. Allerdings hatte eben auch niemand seinerzeit die Einheit und dann eben dann wieder eine wachsende und attraktive Stadt auf dem Schirm. Und deswegen ist diese letzte Entwicklung von Tegel natürlich auch immer im Schatten vom BER zu sehen.
ohne da jetzt natürlich weiter auf diese, ich denke mal, länglich bekannte Geschichte einzugehen, sollte ja eigentlich der BER 2011 schon an den Start gehen. Ach doch, ist so früh doch schon? Ja, ja, ja. Das hat nicht geklappt. Ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten hier extra bei uns in der Neustadt ein kleines Fest dafür organisiert unter der Überschrift "Über allen Witwen herrscht Ruhe". Das war dann natürlich dann eben dann erstmal der Lacher. Dann entwickelte sich dann eben wirklich... Dann entwickelte sich eben wirklich Tegel weiterhin eben noch weiter und fand dann eben dann erstmal den letzten Stein der Geschichte zum Thema Verkehrsflughafen eben am gestrigen Tag, am 8.11. So, ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das im Fernsehen ja mitverfolgt. Und zwar, die letzte Maschine war wie die erste Maschine, eine Air France. Und zwar war das diesmal aber keine Karavelle. Irgendwie wollten die wahrscheinlich so einen alten Hut nicht noch einmal fliegen lassen oder was auch immer. Nein, es war ein moderner Airbus A320. Ja, kleine Besonderheit an denen, und das habe ich selber nicht gewusst, stand zwar oben am Flugzeug ganz groß Air France drauf, aber unter dem Cockpitfenster stand dann kleiner Air France, ist klar, Frankreich, und KLM, ja, KLM ist aber eine niederländische Fluglinie. Wie heißt das? Königliche Luftfahrt. Ich kann kein Holländisch. Ne? Ja. Okay. Jedenfalls ist es kein Käse, was ich euch erzähle. Aber es ist wirklich wahr. Und wer einmal die Chance hat, und ihr solltet das auf Video gucken, dann bitteschön. Guckt's mal genauer hin. Ist tatsächlich auch KLM mit dabei. Wir empfehlen dazu die Mediathek unserer Kollegen vom RBB. Ja. Ja, und dann natürlich sollte der letzte Flug planmäßig 15 Uhr in Tegel starten. Na, aber wie das in Berlin ja mittlerweile so ist, ist selbst dieser letzte Flug mit sage und schreibe 38 Minuten Verspätung abgehoben. Und da können wir froh sein, dass ja auch in Paris Corona herrscht, sonst hätten die wahrscheinlich kein Landegate mehr gekriegt. Das ist korrekt, aber es war dann doch tatsächlich ein, ja, ich sag mal, ein ergreifendes Gefühl dann, als die Maschine unter Wasserfontänen der Flughafenfeuerwehr und unter Applaus von vielen Zuschauern und Personal des Flughafens dann eben dann wirklich dann zum Start rollte und dann eben dann abgehoben ist, weil ja, das war dann schon wirklich dann ein teils dann auch tränenreicher Moment, weil da natürlich dann viele Emotionen in vielerlei Hinsicht dann eben hochkamen. Natürlich von den aktiven Leuten auf dem Flughafen, von Anwohnern und so weiter. Und da sind wir natürlich dann eben dann in der Melange, die das Thema Tegel auch in den letzten Jahren begleitet hat. Wir dürfen nicht vergessen, wir hatten eine immer höhere Protestbewegung, kann man schon sagen, eben gegen den Fluglärm. Wir haben erwähnt, wie sich die Zahlen entwickelt haben. Natürlich ging das dann mit mehr Flugverkehr einher. Und das haben eben die Leute gerade auch bei uns hier im Kiez, in Spandau, wie aber eben auch in Pankow natürlich stark getroffen, weil wenn man wie an einer Perlenkette die Flugzeuge in der Luft schon sieht und ja, wie bei einigen Interviews von uns ja passiert, eben wir einfach unterbrechen mussten, weil die Flugzeuge einfach alles übertönen,
war das natürlich eben nicht so toll. Wir hatten, dürfen wir auch nicht vergessen zu erwähnen, wir hatten tatsächlich sogar auch ein Volksbegehren, was sich eigentlich für den Erhalt des Flughafens auch ausgesprochen hat. Gab dann eine Riesendiskussion, wurden viele Anwälte und Juraprofessoren und so weiter bemüht, ob das denn dann verbindlich sei oder der alte Staatsvertrag Länder, Berlin, Brandenburg und Bund zum Thema neuer Großflughafen BER, sei es wie es sei, auch wegen aller Nostalgie und wegen den auch Kapazitätsengpässen, kaputten Toiletten, man hätte wirklich einen sehr hohen zweistelligen Millionenbetrag nur für den weiteren Unterhalt und notwendige Reparaturen in Tegel auch ausgeben müssen. Das hat gestern alles sein Ende gefunden. Tegel wird zwar noch bis Mai 21 quasi noch als Reserve offen gehalten, sollte irgendetwas passieren, aber eigentlich sollte gestern mit dem letzten Flug nach Paris das Thema aktive zivile Luftfahrt in Tegel beendet sein. Genau. Tegel bleibt, wie Benjamin sagte, jetzt noch 6 Monate offen. Die Betriebsgenehmigung für Tegel, die geht bis zum 4. Mai 21. Ab dem 5. kann dann dort gebaut werden. Aber, und zwar, wo ist es hin? Empfangsgebäude, Tankstelle, Bürokomplex, Leitzentrale, also so ziemlich alles bleibt erhalten. Und weil es nämlich unter Denkmalschutz steht? Genau das wollte ich sagen. Das heißt, uns bleibt also Sechseck erhalten. Das auf jeden Fall. Aber trotzdem, ich sag mal, auf die Nutzung dieser Gebäude und natürlich auf die Nutzung des Flugfeldes haben schon vor vielen Jahren sehr viele Interessenten ein Auge geworfen. So, und der Parkplatz, da kriegt dann doch was ganz Besonderes. Weil wenn man bedenkt, dass die Gebäude ja etwas höher liegen, heißt das auch, die gesamte Rollbahn und alles liegt ja etwas höher. Nee? Nein. Okay, da bin ich jetzt mal nicht. Aber der Parkplatz, da liegt ja nun tiefer. Das ist und richtig. Und jetzt kommt diese Besonderheit. Der Parkplatz soll im wahrsten Sinne des Wortes dann ein Parkplatz werden. Da soll nämlich ein Park hin. Es gibt im Augenblick sehr viele Pläne für das Gelände. Generell kann man sagen, dass es eine gemischte Nutzung werden soll. Ja. Es gibt viele Interessenten aus dem Kleingewerbe, Interessenten auch aus dem Großgewerbe, ja, Interessenten aus der Bildung. Klaus, wer war das nochmal? Die Beuth-Hochschule. Dann soll ein Forschungszentrum hin, ein Industriegebiet, bezahlbare Wohnungen und jetzt bitte Lauscher aufspannen. Das Ganze auf einer Fläche von 5 Quadratkilometern. So groß war der Teil. Wie viele Hektar sind das? Das haben andere zu beantworten. Oh. interessant dabei ist tatsächlich, dass die alten Ideen, nämlich das Ganze dann auch infrastrukturell anzuschließen an die U-Bahn, dann auch wieder ausgekramt wurden. Das ist übrigens eine Sache, die 1970 bei der Eröffnung von Tegel Süd zwar angedacht, aber niemals umgesetzt wurde, stellte sich dann gerade in den späteren Jahren heraus, dass das seinerzeit nicht gerade so eine tolle Idee gewesen war, quasi dort die U-Bahn von der Jungfernheide nicht zu verlängern. So, und jetzt, wie das in Berlin natürlich so üblich ist, wird wahrscheinlich nicht die gesamte Fläche zur Verfügung stehen. Ich glaube, Benjamin sitzt schon wieder vor mir und grinst, weil die Luftwaffe wird noch in Tegel bleiben. Wie lange ist ungewiss.
erstmal mindestens bis Mitte der 20er Jahre, so wie es heißt, aber wir lassen uns überraschen. Meine lieben Freunde, meine lieben Zuhörer, damit wollen wir es eigentlich, ich sag mal auch erstmal hier damit belassen. Wir hoffen euch ein paar interessante Informationen über das Thema Werdegang von Tegel mitgebracht zu haben, dass euch die Musik gefallen hat. Wir sagen jetzt auch mal so, dass wir das Thema mal so ein bisschen im Auge behalten werden, auch was dann die Schließung von Tegel unter anderem auch Auswirkungen haben könnte hier auf unseren Kiez. Wie im Auge behalten? Jetzt wisse ich, was mir die ganze Zeit drückt. Das ist nicht der Schuh an den Hühneraugen, sondern das ist am richtigen Auge. Nee, aber wie gesagt, auch für mich als eigentlich erst 2003 nach Berlin zugereister, ist für mich eigentlich schon immer ganz interessant. Und ich habe ja nun auch so die Angewohnheit, dass ich mich versuche, immer mit den Orten, wo ich mich vielleicht gerade aufhalte, ich muss da nicht unbedingt wohnen, aber wenn ich da sowas mache, dass ich mich dann eben halt auch ein klein wenig kundig mache. Sicherlich wird bei mir, werde ich kein Ur-Berliner werden. Nee, ich komme aus Erfurt, ehemalige DDR und jetzt Bundesland Thüringen. Das heißt nicht, dass ich mich dann nicht weiter kundig mache. So, ich hoffe auch und danke euch, dass ihr dran geblieben seid und ich hoffe wirklich, dass ihr doch etwas Spaß hattet, denn auch wir haben diese Sendung heute nur mit Stichworten gehabt, also ohne Netz und doppelten Boden und man hat es an der Moderation gemerkt. Also ich sage schon mal Tschüss, bye bye, winke winke, euer Kiezreporter Klaus und Benjamin Brannis, macht's gut, Nachbarn. Tschüss.